Schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem FKR auf Legende. Ja, und ja, der gute Teavis hat sich verletzt. Ich weiß gar nicht, ob Länderspiel oder so. Wir spielen heute das Halbfinale im European International Cup. Wo ist Garel? Der hat noch nicht gespielt. Campagna momentan in Form, deswegen Campagna weiterhin in der Startelf. Kagelmacher heute rein. Wir können ja leider nicht so viel rotieren, weil ja alle bei der Nationalmannschaft sind, was ja mal richtig scheiße ist gerade für unser Team. Und der formlose Lang kommt für Cardoso rein, das ist natürlich top. Basur geht draußen, Mendes kommt rein. Theoretisch soll das ja genauso laufen. Basur gute Partie gespielt gehabt übrigens. Adlung noch rein. Zu Wolf, ja, ich habe ja vorgestern, glaube ich, ein bisschen über den gemeckert. Der ist halt manchmal nicht so stark, manchmal schon, manchmal eben nicht. Das ist dann der Grund, warum ich ein bisschen über den meckere. So, links brauchen wir noch einen, da wird dann Wolf mitkommen und für rechts hätten wir dann Adlung dabei, theoretisch. Aber wobei, ach Adlung, Simon dabei, Cardoso sonst, das passt eigentlich alles, Aurelio. Aurelio für Garcia, für Nefkara rein und dann auch Garcia von der Bank. Machen wir Garcia, da. Der kommt von der Bank. Adlung noch fürs defensive Mittelfeld. Basur ist auch noch dabei. Und sehen dürfte das passen, so weit, so gut. Newcop kommt vielleicht noch mit. So. Hat passt. Das wackelt, das hat Luft. Genauso muss das. Und dann spielen wir jetzt das Halbfinale gegen Toulouse. Ich tue gerade gar nichts. Ich will nur mein Taschentuch nehmen. Und dann werde ich mir nachher mal den Spieler angucken, den da noch vorgeschlagen wurde. Wir springen rein in die Partie. Das Halbfinale gegen den FC Toulouse. Ich meine, letztes Jahr haben wir sind ja European International Cup Veteranen. Wir haben letztes Jahr auch European International Cup gespielt. Und den gewonnen. Und ja, schön zu wissen, dass Campagna ein relativ guter Torhüter ist, der die ganze Vorbereitung hier spielt. Während Dragowski mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Heute viel rotiert, noch ein Außenverteidiger wäre vielleicht gut, ein günstiger Außenverteidiger. Und vielleicht dann doch die Verpflichtung des Bremers. Aber ich will eigentlich nicht den Bremer haben. Deswegen warte ich auf das Spiel hier. Ich möchte den von Ajax haben, weil er ein größeres Talent ist. Und Kopfballstärke suggeriert mit seiner Körpergröße. Das ist ein bisschen größer mit 1,89. Und das ist ja das, was ich immer gern habe. Kopfballstarke Spieler. Weil wir das nicht haben. Ruben Neves. Und jetzt geht's los. Kagelmacher. Na, das war blöd von mir. War nicht nachgedacht. Oh, was für ein Pass. Nandes und Ruben Neves, die kennen das ja. Die haben ja zusammen schon viele Spiele gespielt. War gar nicht so blöd gewollt, wie das gerade passiert ist. Bilal. Kein guter Laufweg, aber dann den Ball gut erkämpft. Sané bleibt lange stehen. Ruben Neves. Schwacher Schuss leider. Leider. Aber insgesamt eine gute Aktion. Da hat er sich dann durchgetankt über die Seite. So, das war stark. Bilal. Rüber auf Kagelmacher und jetzt gucke ich halt, wo Sané ist auf dem Radar. Sehe ihn gerade nicht. Das war schlecht. Nandes, linker, bullshittiger Fuß, hat mal wieder gezeigt. Nein, Pässen kenne ich nicht. Der Grund, warum ich mir noch einen Sechser geholt habe, weil Nandes nicht passen kann. Für einen Sechser, die, für mich ist das K.O.-Kriterium an einem Sechser. Wenn er nicht passen kann, ist er Geschichte für mich. Gibt dafür dann keine andere Wahl. Ein Sechser muss das können. Tut er das nicht, ist das für mich das aus.
Warum sollten Sechser sowas nicht können? Nandes. Das war schön mit dem rechten Fuß gespielt. Bilal. Der Pass von mir war gar nicht so blöd gedacht. Die Umsetzung war zu schwach. Das war nur ein Stüpserchen als Pass mit dem linken Fuß angestupst. Das wird natürlich nichts. Das war nicht so schön. Schön rübergelegt. Sané, 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 Sané. Nandes! Drin das Ding mit seinem Schwanfuß. Nahatin Nandes. Mit dem rechten. Wollt zeigen, schießen kann ich, Chef. Guter Schuss. Wirklich top. Der Schuss geht genau dahin, wo er muss. Nandes erstes Tor in dem Wettbewerb, glaube ich. Ja, na Tag, muss er ja. Man wird diese Saison auf jeden Fall auch viel spielen. Trotzdem. Oh, faul. Gelbe Karte für Ruben. Das ist klar jetzt schon bei der Aktion. Da trete ich seinen Fuß weg. Das ist das Gelb. Das ist okay. Nichts zu meckern. Alles ist okay. Ach ja. Wir können ja mal über die Bundesliga sprechen, wo Hamburg Gladbach besiegt hat, was richtig interessant war, fand ich. Foul. Gelb. Auch auf der anderen Seite muss das Gelb geben. Gabriel hat sich da jetzt durchgetankt. Ihr wollt ja noch, dass Solanke... Das ist eine Rote! Das ist eine Rote! Die glauben, dass Gabriel durch gewesen wäre. Das könnte natürlich sein. Gabriel ist schnell mit Ball. Kannst du hier nicht, wie dir den Ball sich da drüber legt. Richtig geil. So, jetzt sind wir in Überzahl. Man sollte meinen, das Spiel dürfte für uns jetzt ganz, ganz leicht werden. Gabriel! Ah, Aurelio kriegt den Ball nicht kontrolliert. Schade. Nandes mit dem Tor. Da waren wir aber noch nicht in Überzahl. Schönes Ding. Brauchen natürlich das Geld aus dem Wettbewerb. Schindler, oh lol. Lang. Ruben Neves. Der alte, ich dachte immer Linksfuß, ist aber gar nicht. Der ist ein Rechtsfuß. Der macht nur viel mit beiden Füßen. Gabriel hier, stark. Bilal! Tankt er sich durch. Ich hätte nochmal den Schuss antäuschen sollen. Bilal ja jetzt fest verpflichtet seit dieser Saison. Nandes, der kleine Mann. Ruben Neves. Leider nicht der schnellste Mann. Gabriel! Schöne Aktion. Gut den Ball gehalten. Garay. Stark gemacht. Ah, Aurelio ist so langsam. Das ist so ein Dreck mit dem, dass der so eine Schnecke ist am Ball. Könnte so unglaublich stark sein, wenn der ein bisschen Tempo hätte. Hat er aber überhaupt nicht. Der ist so unglaublich langsam mit seinem 50 Antritt. Ja, ohne Witz, der hat 50 Antritt. Glaubt man kaum. Bilal verstolpert sich da hart. An sich eine gute Aktion. Aurelio!
Wir dominieren. Seid der Überzahl noch ein bisschen stärker. Der Ball war ja mal sowas von schwach. Aber das war stark. Gabriel! Drin! Bilal hier gut den Ball gehalten. Und Gabriel ist halt Gabriel. Hat er eben schon aus einer guten Position, naja, hat sich eine gute Position selbst geschaffen und dann daraus den Pfosten oder die Latte getroffen. Jetzt schießt er den rein. Unser Top-Spieler. War ja die Frage um Mbolo, aber Mbolo ist ein viel zu teurer Spieler dafür, dass er dann gegen Gabriel zum Beispiel auf der Bank sitzen würde. Also Gabriel ist fester Bestandteil unseres Teams. Er hat immer noch ein riesen Potenzial. Oh, Bilal, stark. Weil die Ballkontrolle nicht funktioniert hat. Wir führen und sind das bessere Team. Alles so, wie es sein sollte. West Ham United, den hatten wir ja schon als Gegner. Der wird wahrscheinlich unser Finalistengegner dann sein. Wir spielen hier okay, Garell nicht ganz. Campagna muss heute noch nicht seine Klasse zeigen, die er denn doch hat. Und wir wechseln hinten aus. Ruben Neves, gute Partie gespielt. Naja, eine einigermaßen angenehme Partie gespielt. Wird ausgewechselt für Atlung, weil er schon gelb belastet ist und sich schonen kann fürs Finale. Da kann er dann mit Basur auf den Platz gehen. Ja, Leverkusen hat gegen Darmstadt übrigens am Wochenende gewonnen gehabt mit 2-1. Alter, das Stadion. Das ist natürlich der Krampf für den schönen Fußball, wenn man das gesehen hat, das Spiel. Klar, beide Mannschaften haben mehr auf Kampf sich verstanden als auf geile Technik. Aber wenn man, guckt euch den Platz an. Wie willst du auf dem Platz denn geile Technik zeigen? Da ist ja quasi gar nichts möglich. Bilal. Tor, Nandes. Er hat auf einmal viel Platz gehabt und dann schießt er halt auch mal. Der Schuss ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich will den Spieler von Ajax Amsterdam haben. Bilal! Gute Reaktion. Bilal hat seinen besten Schuss abgegeben. Auch hier ist wieder viel Platz im Rückraum. Bilal, Gabriel und natürlich nochmal abgefälscht. Klare Sache. Natürlich. Ah, Toni Kroos, der für 60 Millionen nach Liverpool gegangen ist. Arsenal hat ja Leicester City besiegt. Oh, schwacher Pass. Den kann man schon mal hinkriegen. Aber Atlung ist ja auch nicht dafür bekannt, ein guter Passgeber zu sein. Garell steht natürlich goldrichtig. Aurelio! Coole Aktion von den Jungs. Das war wirklich cool. Bilal vor allen Dingen, der spielt so geil gerade in der Partie. Der ist so schnell, so spritzig. Umso lustiger, wenn wir ihn jetzt rausnehmen müssen, weil ich will schonen fürs Rückspiel. Ach, fürs Rückspiel. Ich will einfach schonen, ja. Dreimal. Es kommen 4 Leute werden geswitcht. Gabriel, der Torschütze, Bilal super gespielt heute, Sané auch, aber Bilal stark wie sonst was. Daher der Vierfachwechsel schon mal fürs Finale.
Und einen Ticken defensiver das Ganze jetzt. Entschuldigt übrigens bitte, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber die Folgen waren leicht asynchron. Die letzten drei. Ich habe da sehr viel daran gearbeitet, dass das eben nicht der Fall sein dürfte, aber es ist trotzdem passiert. Das liegt daran, weil Fraps zusammen mit Windows 10 überhaupt nicht gut funktioniert. Weil Fraps seit 1000 Jahren nicht geupdatet wurde. Mir schmieren unter Fraps die ganze Zeit die Programme ab. Das ist mega geil, nicht? Und Shadowplay hat eine beschissene Codierung, sodass ich auch noch nicht gewagt habe, unter Shadowplay das Ganze zu machen. Ihr habt jetzt das neue Intro bekommen. Was übrigens der Grund für das neue Intro ist nicht gewesen, dass unser altes Intro uns nicht gefällt oder nicht aktuell ist, weil das ist es eigentlich schon, weil das sind immer noch die Sachen, die uns groß gemacht haben. Sondern die Länge mit den 20 Sekunden. Das war der einzige Grund. Lusano Arnos. Kippst du da um, gibt es einen Elfmeter, glaube ich. Garcia. Er hat seine Glanzmomente manchmal, aber eigentlich nicht so häufig, deswegen ist er nur zweite Wahl. Kutschis! Ahamada einfach angeschossen. Da wird nochmal gewechselt. Wir flanken herein. Adlung! Noch eine Ecke. Adlung jetzt selbst derjenige, der die Ecke ausführen wird. Und ich glaube, das war Schindler. Garcia. Schöner Ball. Kutschis! Und er war einfach zu billig. Das muss er sich selbst eingestehen, wenn man so einen Schuss abgibt. Aus der Entfernung ist man ein Idiot hier. Oh, mit Innenriss! Das war schon ganz schön blöd gemacht. Foul. An Arnos. Wir mal gucken, haben wir noch Freistoßspezialisten in der Partie drin. Kutschis war, glaube ich, einer, ne? Boah, ja. 72, 80, das sind schon Top-Werte. Mit denen kann man schon mal den Ball reinzirkeln, aber das ist nichts. Einfach zu viel aufgeladen. Garell. Und hier ist Lang. Und das hat auch nicht geklappt, Campagna. Es wird wieder gewechselt. Wir könnten das auch tun. Und tun das auch. Die erste Ecke. Wie kann man nur so ein schlechter Schütze sein, Mann, Kutschis, Lappen. Also das muss man schon mal machen, eigentlich. Der hat halt wirklich keinen Abschluss. Der ist ja, glaube ich, irgendwie um die 70 und das ist halt total schlecht in FIFA für einen Stürmer. Sané hat mehr Abschluss als der. Ach, ich habe mich gerade am Auge gejuckt. Der ist gut gewesen, Campagna. Schindler mit Eigentor war quasi fast hier. Wenn er den Ball gar nicht annimmt, ist der Ball weg und wir haben gewonnen. So nochmal schön schlecht gemacht, aber Campagnas Reflex 1A. Schön
stabiler Rückhalt, der Keeper. Garcias Pässe bleiben heute schlecht. Ist ja nicht so dramatisch. Wir gewinnen 2:0. Wie gesagt, nicht so dramatisch. Halbfinale gewonnen. Ruben Neves hatte gute Aktionen in der ersten Halbzeit. Leider nicht genutzt. Sané und Bieler waren heute super stark. Beide mit einer Torvorlage, wenn ich mich irre. Naja klar, Sané hat Nandes vorgelegt und Bilal hat Gabriel vorgelegt. Zweikampfstarke Mittelfeldspieler haben wir. Die rote Karte, ne? Danach ist Toulouse halt komplett verschwunden gewesen. Eigentlich bis zum Ende, am Ende haben wir halt doch nochmal nachgelassen. Und Campagna musste nochmal ran. Bilal war bester Spieler auf dem Platz. 8,5. Hier, Gabriel, das macht er eigentlich stark. Und hat da nur Pech. Hat er wirklich stark Ball behauptet. Bilal, Gabriel. Und zu sagen, dass Gabriel schwach ist, wäre schon eine Frechheit. Er spielt schon stark, wenn er denn mal Bälle bekommt. Campagna. Wir hatten dann noch unsere Chancen noch zu erhöhen. Dass wir 7-mal wechseln können, ist natürlich mega geil. Adlung hier, Bilal. Nakocis wird vielleicht wieder eine 5er-Wertung bekommen. Vielleicht. Weil er 100%ige Chancen alle liegen gelassen hat. Ich hoffe nicht. Könnte aber passieren. Der Torhüter ist nicht so ein starker. Die Dinger, die er gehalten hat. Das hier ist übrigens ein Mast-Tor. Eine Pflichtaufgabe eigentlich für einen Stürmer. Aus der Entfernung. Ein Geschenk. Nicht mal so locker flockig zu spielen. Dürfte eine 5er-Wertung eventuell sein. Eine 6,6, Gott sei Dank nicht. Campagna als bester Spieler gewesen. Ah, kann ich jetzt nicht perfekt unterstreichen. Ich fand Nandes und Bilal auch sehr stark, aber die sind vielleicht zu früh rausgegangen. West Ham gewinnt 3:0, wartet im Finale auf uns. Bei uns bedeutet das jetzt mehr Geld, ja, für Riedwald. Dürfte es jetzt reichen. Hat's gereicht, Ajax Amsterdams. Jairo Riedwald ist gekommen. Der Transfer findet dann nicht mehr statt, auch wenn er 2 Millionen günstiger war. Im Endeffekt ist Riedwald mir da doch der liebere Spieler, größeres Talent. Top-Ballkontrolle und kann auf vielen Positionen spielen, was das Ganze natürlich richtig genial macht für uns. Dementsprechend eine Rausrotierung von Papp und Riedwald ist drin in der Elf. Willkommen, der neue Innenverteidiger. Auch ein Top-Transfer von uns. Pressekonferenz. Riedwald, Turnierpreisgeld gibt es 3 Millionen. Sperre abgelaufen. Damit sind wir durch mit den Transfers, die wir eigentlich so haben wollten. Neves, Korkmaz, Rhesus, na klar, die Standardkost bei uns. Wenn Ede auf 65 hochgeht, wird dann unser neuer Innenverteidiger rankommen. Aurelio verbessert sich, kommt nah an die 70 ran jetzt. Ja, natürlich geil. Aber ohne Witz, mit Riedwald, das ist schon ein guter Transfer. Für 16 Millionen kann man nicht meckern für den großen, talentvollen Spieler. Er ist ja ein Riesentalent in der Innenverteidigung. Zusammen mit Basur haben wir da jetzt Ajax ja einen Dienst gemacht, glaube ich. Ja, doch, Pressekonferenz hier, nehmen wir mal teil. Spieler, Campagna loben. Also der macht hier gerade einen guten Job, kann man einfach mal loben. Und in der nächsten Folge gucke ich mir dann
den Spieler an, der noch vorgeschlagen wurde. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ja, ihr hört nochmal mein Controller. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit Bilim Lefkara auf Legende und 1860 München. Und wir sehen uns morgen am Mittwoch wieder. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.